Zusammen mit dir wollen wir in der Schweiz eine gesunde Moorbienenpopulation aufbauen. Nach der Vermehrung im Frühling kannst du die Innenbox im Herbst einschicken und wir sorgen mit der Wildbienenpflege dafür, dass deine Moorbienen frei von Parasiten bleiben. Dank euch, unserer grossartigen Beehome-Community, kommen jährlich über 20'000 Beehomes bei uns an. Die tun wir an drei verschiedenen Standorten verarbeiten und können somit über 70 Personen beschäftigen. Sobald deine Innenbox bei uns eintrifft, erfassen wir sie. Erfassen. Du hast sie vorher schon auf MyBeehome registriert und hilfst uns so bei dem ersten Schritt. Anhand der Verschlüsse erkennen wir die verschiedenen Arten und nehmen nur die rote und die gekörnte Moorbiene raus. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten können wir das genauer und schneller machen. Nachdem das Bienenpflegeteam Moorbienen-Kokons aus der Röhrli entnommen hat, erfassen wir in der Statistik den Vermehrungserfolg deiner Moorbienen und ob sich andere Wildbienenarten im Beehome eingenistet haben. Diese Angaben kannst du mit der Beehome-Community der ganzen Schweiz vergleichen. Die meisten Parasiten kann man visuell bestimmen und wegnehmen. Am meisten sehen wir Tauflüge. Rund 2/3 von allen Beehomes sind von diesem Parasit betroffen. Tauflüge-Larve frisst den Futtermittelvorrat der Bienenlarve. Die kann sich entsprechend nicht mehr entwickeln. Wenn man nichts macht, kann sich die Bienenpopulation nicht mehr im Beehome vermehren. Ebenfalls häufig sehen wir eine Milbenart. Das ist allerdings eine andere Art als die Varroamilbe, die man bei den Honigbienen häufig sieht. Bevor wir unsere summenden Superhelden für die Überwinterung vorbereiten, waschen wir sie mit Wasser und trocknen sie gut. Unterdessen wird dein Beehome mit frischen Schilfröhrchen gefüllt, damit es bereit ist für den nächsten Frühling. Falls in deinem Beehome noch graue Röhrchen drin sind, wenn du es zurückbekommst, musst du dir keine Sorgen machen. Die werden von den Wildbienen sehr gut akzeptiert. Aus Nachhaltigkeitsgründen tun wir bewusst nur stark verschimmelte Röhrchen entfernen. Nachher gehen deine Moorbienen in wohlverdienten Winterschlaf. Wir simulieren dabei den Winter so gut wie möglich, sodass sie sich wohlfühlen. Ab März kannst du auf MyBeehome kostenlos eine neue Startpopulation bestellen. Die gesunden Moorbienen schlüpfen bei dir und bestäuben Pflanzen in deiner Umgebung. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem Expertenwissen können wir dir und vielen Schweizer Obstbauern und Bäuerinnen jeden Frühling fleissige und gesunde Moorbienen zur Bestäubung anbieten. Wir sind stolz darauf, so zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und der Bestäubungssicherheit beizutragen. Unsere Vision: A buzzing world for all.